Pass auf, mir ist die Freundschaft zu dir sehr wichtig, okay? Und ich würde mich freuen, wenn wir trotzdem irgendwie befreundet sein können und Zeit verbringen, weil... Ist vielleicht auch super egoistisch, ich weiß, nein. Aber... Also ja! Also, ja! Nein, ja, ich möchte die Freundschaft. Schönen Tag gewünscht. Tschüss. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Du kannst denken, bitte, bitte, bitte. Bleib da. Ich möchte dir was sagen. Okay. Sorry, dass ich, falls ich dich angespuckt habe. Wegen dem gestern, das tut mir leid. Mein Gefühlschaos und so weiter, dass ich dir das auch noch. Dass ich dir das zumute. Ich weiß. Du möchtest keinen Freund. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie dann Vertrauen missbraucht habe. Ich bin halt echt gerade nicht auf der Suche nach was fest. Das verstehe ich. Das ist nicht böse gemeint. Es ist leider so, dass du mir halt den Kopf verdreht hast. Die Konsequenz daraus ist, dass ich mich verliebt habe. Aber so wie ich es die letzten Tage gemacht habe, werde ich die Distanz bewahren. Zu deinem Schutz. Zum Selbstschutz. Damit die Gefühle auch wieder ein bisschen weniger werden. Ja. Ich meine, du kannst ja auch nichts dafür, dass du Gefühle für mich entwickelt hast. Das passiert ja halt immer. Aber lass es. Wollen wir das trotzdem nicht. Also. Das soll nicht komisch zwischen uns werden, weißt du, was ich sagen will? Das will ich auch nicht. Gut. Also wie normale Mitbewohner? Mhm. Okay. Wie normale Mitbewohner. Dann kann ich jetzt ja auch streng genommen meine Zähne putzen, oder? Danke. Es ist trotzdem schade, dass Tom sich zurückziehen will. Aber ja, klar. Wir können ja schlecht Freunde sein, wenn er Gefühle für mich hat. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Wir hängen ja einfach alles voll mit Bildern, so wie bei Schmitty vorne in der Bar. Und zwar alle Bilder von mir. Und überall dann so ein Donut davor oder eine Kaffeebohne davor, zum Beispiel vor den Hupen. Ich glaube, das kann richtig gut ankommen. Ist ja auch eigentlich noch genug Platz, oder? Emmy? Wieso denn noch mehr Fotos von Schmitty? Fotos von mir, vielleicht auch eins von dir. Hör mal zu, was ist los bei dir? Mann, ich bin gerade einfach nicht ganz da. Sorry. Wo bist du denn? Bei Tom. Mann, der hat mir gestern Abend ja gestanden, dass er Gefühle für mich hat. Und heute Morgen hat er halt freundlich, auf irgendeine Art und Weise, aber trotzdem bestimmt gesagt, dass er deswegen auf Distanz von mir gehen will. Und das nimmt dich jetzt schon mit? Ja, natürlich. Ich meine, klar, er will seine Gefühle und sich und mich irgendwie davor schützen. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ich will die Freundschaft nicht aufgeben, nur weil er Gefühle für mich hat. Die Freundschaft? Vielleicht bist du ja doch so emotional ein bisschen mehr da drin, als du dir selbst eingestehen möchtest. Es geht mir wirklich um Freundschaft. Mehr nicht. Ohne Hintergedanken, ohne irgendwelche anderen Gefühle, nada. Aber das ist schon enorm egoistisch von mir, oder? Ich meine, das verletzt ja auch irgendwo seine Gefühle dann. Ja, aber andersrum würde man jetzt auch nicht so super viel Wert drauf legen. Und im Endeffekt brauchen Männer auch klare Kommunikation. Vielleicht solltest du ihn einfach noch mal drauf ansprechen. Einfach sagen, wie du dazu stehst. Hallo. Hi. Ich hätte gerne einen Cappuccino und einen von den Donuts. Super, mach mal dir. Ich mach den Latte. Ja. Ja, klare Kommunikation. Sag ihm, wie du dich fühlst, wie du es gerne hättest. Und im besten Fall sagt er, ja, können wir machen. Und im Zweifel sagt er, nein. Ja. Was soll sein? Ja, ich werde wirklich nicht mehr mit ihm quatschen. Aber ja, du hattest recht. Er hat Gefühle für mich. Gut. Super gemacht. Danke dir. Gerne, gerne. Bald wieder? Ja. Willst du auch? Klar. Als Anzug oder? An dir direkt, oder? Ja, genau. Mensch, du denn schon? Hallo. Hey. Tom, warte mal bitte. Ja? Hast du einen Augenblick für mich? Ja. Pass auf, mir ist die Freundschaft zu dir sehr wichtig, okay? Und ich würde mich freuen, wenn wir trotzdem irgendwie befreundet sein können und Zeit verbringen, weil... Ist vielleicht auch super egoistisch, ich weiß, nein. Aber... Also ja.
Ja. Nein, ja, ich möchte die Freundschaft. Okay, ja. Aber ich kann es auch akzeptieren und verstehen, wenn du sagst nein wegen deiner Freundschaft. Nein, absolut nicht. Ich habe wirklich insgeheim gehofft, dass du irgendwie die Zeit vermisst. Ja. Und mich als guten Kumpel. Daher bin ich sehr froh. Sehr gerne. Lass uns mal irgendwas unternehmen oder so. Wenn du bereit dafür bist, dann... Ey, sehr gerne. Dann können wir mal ein paar neue Gespräche aufbauen in unserer neu definierten Freundschaft, oder? Ja. Und ich verspreche dir, die Gefühle, die habe ich im Griff. Okay. Das klingt gut. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich eine Motorradtour machen. Ich wollte mich jetzt noch frisch machen gehen und... Hast du die schon abgeholt? Ja, habe ich. Von Sigi. Okay. Dann kann ich da ja mitkommen. Hast du Bock? Ich hab sowas von Bock. Okay, dann machen wir das so. Gut, ich brauche ein paar Minuten. Ja, ich mache mich auch noch mal ein bisschen frisch. Okay, alles klar. Guti, bis gleich. Bis gleich. Komm, trink dir einen Eiweißshake. Ja, mach ich. Emmy, ganz kurz. Ich denke mal, Training lassen wir jetzt, oder? Ja, ich boxe dich mal andersrum. Mhm. Es freut mich übrigens, dass ihr eine Lösung gefunden habt, jetzt weiterhin Freunde zu bleiben. Ich wusste ja von den Gefühlen. Dass was Tom, weißt du nicht, ja, Joe? Das Tom Gefühl, das ich hatte. Und dann hat er mir auch erzählt, jetzt beim Boxen, was gestern in Sigis Kneipe passiert ist. Mhm. Also, ich find's schön. Ich auch. Cool. Ja. Viel Spaß. Guten Appetit. Danke. Ready? Ja. Sicher? Ja, ein bisschen nervös, aber ja. Bin ready. Was ist das? Das Gas. Bremse. Das? Kupplung. Spiegel. Oh, stark. Wirklich. Blinker. Wie schaltest du ihn aus? Irgendwas mit Drücken. Genau. Aber brauche ich den jetzt? Nein, Zündung. Ja, bin ich ready. Hey. Ich würde dir schon einen Führerschein geben. Also erstmal 40 Stunden. Wow. Okay. Mann, das war übergeil. Das war übergeil. Ah, schöne Wir hatten einen mega geilen Ausflug. Ich durfte sein Bike. Nana, du. Ohne Führerschein? Ich hab sie eingeschult. Ach, eingeschult. Das war seine Idee? Die Straße war abgesperrt. Das ja, wirklich. Und ich habe mich richtig gut angestellt. Ja. Kann das sein, dass es so ein bisschen illegal ist? Ich hab's nicht gehört, aber im nächsten Mal mit Führerschein. Ja, Papa. Wird nicht wieder vorkommen. Ja. Versprochen, Papa. Ciao. Ich geschlafen, ja? Ne? Aus, ja? Und was hat's noch für ein Gefühl? Es war so geil. Mein ganzer Körper hat gekribbelt. Diese Freiheit, dieser Wind in meinen Haaren. Und, naja, nicht in den Haaren, aber trotzdem. Aber kannst du nachempfinden, wie es uns geht. Ja. Es war übergeil, wirklich. Und ja, ich werde wahrscheinlich meinen Motorradführerschein machen. Du hast ja das Zeug dazu. Hab ich. Du hättest mich mal sehen müssen. Ich war auch heiß auf den Bikes. Also, ja, wir sind Frauen auch mega heiß. Aber du hast ja auch noch Atelier in den Augen. Ich glaube, du kannst schlafen jetzt. Ich gehe jetzt auch schlafen, ja. Nacht. Gute Nacht. Nacht. Dein Helm. Ah. Ja. Ja. Mein Helm. Wollte ich dir noch schnell bringen. Und mich nochmal bedanken für den tollen Tag. Ich danke auch. Und auch, dass ich fahren durfte. Mhm. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Nee, ich auch nicht. Weißt du, womit ich noch nicht gerechnet habe? Dass der Sex besser wird als in meiner Vorstellung. Ah, ja, interessant. Jeder hat so seine Geheimnisse. Ah, okay. Willst du mal mehr von deinen Geheimnissen? Das will ich jetzt aber wissen. Pass mal anders. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt, ne? Die Freundschaft. Du, Emmy, ich will dir nur sagen, dass ich hatte keine Hintergedanken dabei, okay? Das mal vorweg,
Es war nicht geplant. Wir haben uns einfach unsere Anziehung hingegeben. Wir sind immer noch befreundet. Es gibt keine Konsequenzen. Wie dumm bin ich eigentlich? Jetzt mal wirklich. Ich hab doch voll von deinen Gefühlen gewusst. Und ich lasse mich trotzdem auf den Sex ein? Einmal, meine Gefühle sind mein Problem. Ja, trotzdem ist das nicht gerade geil. Ja, klar. Wir wollten Freunde sein und... Ich weiß, aber die Gefühle kriegt man in den Griff. Ich krieg's in den Griff. Oh, sorry, John. Emmy, das war kein Fehler. Sagst du? Ich geh rüber, sorry. Gute Nacht. Na? Keine Ahnung, was das gerade war und was das für Tom und mich zu bedeuten hat. Fakt ist, ich bin nicht bereit für was Neues und wir wollten eigentlich Freunde bleiben. War das eine doofe Idee? Wobei es echt schön war. Sehr schön sogar. Du ziehst es jetzt wirklich ohne mich durch, ja? Ja, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, dir was zu geben. Der Festvertrag! Willst du mir gerade sagen, du willst mich versetzen wegen Helen? Ich will dich nicht versetzen. Bloß, es ist ein Essen mit ihren Eltern und ich muss doch meine Tarnung aufrechterhalten. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du die Finger von meinem Freund lassen sollst. Was ist hier los? Was hier los ist? Helen, sag ihm jetzt die Wahrheit. Warum tanzt du so rum, so eine Prinzessin? Du hast unendlich gute Laune. Oh, ich hatte auch unendlich geilen Sex mit Tom. Und du kommst auch klar, ja? Ja. Klar? Ich komme überhaupt nicht klar. Das Einzige, was klar ist, ist, dass ich Emmy will.